Drei Kriterien. Erstens ein wirtschaftlicher Wert. Zweitens selbstständig bewertbar. Und drittens einzeln veräußerbar. Dieses einzeln veräußerbar nennt man auch verkehrsfähig. Gemeint ist hier der Geschäftsverkehr. Ja, verkehrsfähig, das heißt, das kann sozusagen am Geschäftsverkehr teilnehmen. Ja, so wie ein Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen kann. Das ist unsere Definition von Vermögensstand, Gegenstand, so wie sie in der Wissenschaft entwickelt wurde. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Teile. Ist ein Auto ein Vermögensgegenstand? Ist ein Haus ein Vermögensgegenstand? Wunderbar. Anmerkung in Klammern. Wenn es wirklich darum geht, Vermögen aufzubauen, ist diese Definition schräg. Ich will nicht sagen falsch, aber schräg. Das habe ich auch erst viel später gelernt. Ich habe auch gelernt, ja, ein Auto oder ein Haus, das Vermögensgegenstände, die kannst du ja dann auch besichern oder als Sicherheit geben oder was weiß ich sonst was. Anmerkung in Klammern, ja, wir machen die Klammer gleich wieder zu. Kleiner Exkurs. Ich gebe Ihnen eine andere Definition. Ein Vermögensgegenstand ist ein etwas, das einen Cashflow die neue Definition. Ein Vermögensgegenstand ist ein Etwas, ein Irgendwas, das einen Cashflow erzeugt. Und es gibt in der Lebenshilfeliteratur einen Ansatz, der sagt, das ist das, was die Reichen verstanden haben und die Armen nicht verstanden haben. Die Armen denken, wenn sie ein Auto haben, dann haben sie einen Vermögenswert. Wenn sie ein Haus haben, dann haben sie einen Vermögenswert. Und sehen nicht, dass ihnen das Auto vor allem Geld aus der Tasche zieht. Und das Haus, auch wenn es selbst bewohnt ist, Geld aus der Tasche, immer was zu reparieren, immer was zu tun. Ein Vermögensgegenstand ist dann irgendetwas, das einen Cashflow erzeugt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zum Beispiel sehr auffällig, dass die beiden reichsten Männer so in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren, der eine war Jean-Paul Getty und dann kam Bill Gates, den kennen Sie alle. Ne? Jean-Paul Getty, der war ein Ölmilliardär, war seinerzeit der reichste Mann der Welt. Und Bill Gates, den kennen Sie alle. Beide haben Bilderdatenbanken. Von Getty, die heißt Getty Images, und von Bill Gates, die heißt Corbis. Bilderdatenbanken. Was sind Bilderdatenbanken? Bilderdatenbanken sind Datenbanken, wo Bilder gespeichert werden. Jetzt werden Sie fragen, was soll das? Nun, wir haben jeden Tag Hunderte, Tausende, Zehntausende von Zeitungen und Illustrierten, die gedruckt und verkauft werden. Das heißt, einen ständigen Hunger nach Bildern. Ja, nur Text zu schreiben, das macht so gut wie keiner. Selbst die FAZ ist auf farbige Bilder übergegangen. Also ein Millionenhunger nach Bildern. Auf diesen Bildern ist natürlich ein Urheberrecht. Dieses Urheberrecht hat der Fotograf. Der Fotograf ist aber nicht unbedingt ein Vermarkter seiner Bilder. Diese Bilder werden eingestellt in eine Bilderdatenbank und jeder Journalist oder jeder irgendwer, der ein solches Bild nutzen möchte, zahlt eine Gebühr. Eine Bilderdatenbank ist ein etwas, das einen Cashflow erzeugt, und zwar nicht unerheblich. Da können Sie viel, viel Geld mit so etwas verdienen. Ja, mittlerweile ist das so ein bisschen demokratisiert worden. Da gibt es Fotolia, wo Sie schon für 1 Euro, wir haben gestern darüber gesprochen, mit den Credits, das ist so ungefähr 1 Euro, schon ganz knackige Bilder bekommen können. Also die haben das so ein bisschen demokratisiert. Ja, bei Corbis, bei Bill Gates. Sie kennen dieses berühmte Bild von Einstein mit der herausgestreckten Zunge. Ja, und das ist Bill Gates gehört, dieses Bild. Das ist richtig Geld, wenn Sie das nutzen.
richtig, richtig Geld. Ja? Das ist ein etwas, das einen Cashflow erzeugt. Und das muss man verstehen. Bin zurzeit dabei, Videos zu produzieren, auf YouTube hochzuladen. Es erzeugt einen permanenten Cashflow. Wenn ich mich dann frage, wo ist denn dein Vermögen? Ich sage, ich habe Videos auf YouTube, sagt jeder Hörer. Ja, weil die meisten Leute das noch nicht verstanden. Nur dadurch, dass ich das monetarisiere, so heißt das, also man muss dann so zwei Klicks machen und dann schreiben, dass man die Rechte hat an den Videos, wird Werbung eingeblendet in diese Videos. Und wenn jemand auf diesen Banner klickt, fließt an mich Geld. Witzigerweise sogar von meinen Wettbewerbern. Das ist total witzig. Ich könnte das im Prinzip, könnte ich das auch blockieren, dass die also da nicht, dass Google da nicht Werbung da reinmischt. Aber warum? Ja, ich finde das witzig. Und da fließt bei mir Geld. Und zwar kontinuierlich. Da sind noch keine Riesensummen, aber die fließen kontinuierlich. Ich habe hier ein Konto, ich kann da reinschauen. Wenn ich morgens gucke oder mittags gucke, ist wieder was dazugekommen. Das ist in meinem Shop längst nicht so. Da kauft mal einer was, da kauft aber 3 Stunden keiner was. Aber da fließt ständig Geld. Das ist ein Etwas, das einen Cashflow erzeugt. Ein Vermögenswert nach der neuen Definition. Ende des Exkurses. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.